Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tsushima mit unserem Ghost. Ich musste erstmal ein bisschen gucken hier wieder. Ich war hier Wochen. Ich weiß gar nicht mehr, warte mal. Ich guck mal in mein schlaues Büchlein, da wo ich immer meine Folgentitel aufschreibe, wann ich das letzte Mal. Hier haben wir Ghost aufgenommen. Ist das hier? Hier ist nochmal Ghost. Ich glaube, das ist hier der Rest, der glückliche Rest. Ich habe das letzte Mal am 22.08. aufgenommen. Wir haben heute den 10.10. Also. Ja. Das hat Monate, ja. Es hat eine Weile gebraucht. So. Okay, das haben wir schon mal hingekriegt. R2. Du bist ein braves Pferd, Nobu. Also, weil die hatten ja Depatch gehabt, dass man hier irgendwie. Dass einige weitergelaufen sind. Und liegt eindeutig bei mir am Controller. Okay. So, jetzt sollte auch irgendwie noch neue Sachen nehmen. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Welche Version wir jetzt hier haben. Kann ich ja irgendwo sehen, ne? Aufzeichnungen. Der Schattensamurai. Endlich habe ich alle Werkzeuge Verbündete beisammen, um meinen Onkel aus Burg Kaneda zu retten. Bevor wir zuschlagen, sollte ich in Komatsu mit Yuna sprechen und fragen, ob sie sich uns anschließen will. Ich komme, Fürst Shimura. Ach, warte mal, da war doch noch was von der Schmiede. Warte mal. Ein Stirnbart in der Schmiede. Skipper Quentin hat mir das mal gesagt, ihr habt. Ist schon eine Weile her, Skipper Quentin, falls du das hier siehst. Ich hab's nicht vergessen, aber ich hatte dir geschrieben, ihr habt, dass ich weit im Vorlauf bin. Und ja, heute, wie gesagt, ist der 10.10. Ich glaube, ich habe noch für 1 oder 2 Wochen jetzt auf Halde. Und ja. Ich kann mich aber jetzt auch endlich auf meine Aufgaben hier konzentrieren. So, wir haben jetzt eine ganze Menge. Was haben wir denn hier? Der Schatten des Samurai, Jin zur Reise. Endlich habe ich. Was ist denn das hier? Okay. Ausrüstung. Da war jetzt irgendwie was. R2 ausklappen. Kleidung. Man konnte doch. Ich frage mich, ist denn diese Update 1.1 war das? Warte mal, guck mal kurz. Lass uns mal kurz in der Folge so ein bisschen noch gucken und lernen. So, Ghost. Patch. Patch 1.1, 1.11 war das, glaube ich. Warte mal, Legends war das. Legend. Was zählt er denn da? Ah, den 16. Oktober. Wir haben noch 6 Tage. Okay. Wenn wir dieses tolle Feature nicht mitnehmen können, da kann man nämlich per Knopfdruck Klamotten wechseln. Wir haben ja jetzt das hier an.
Weil uns das so schön Verbesserungen ansehen. Tag des Reisenden. Gut. Achso, wo wollten wir jetzt hin? Ich lasse mir das mit der Schmiede Komatsu nochmal liegen. Oben auf dem Dach. Oder auf dem Welt. Ja, siehst du, da hab ich nie gefragt, auf welchen Dach? Auf der Schmiede direkt oder in dem Dorf? Das müsste ja vibrieren. So, wie komme ich denn jetzt zur Karte? Nee. Wie war denn Karte? Nee. Ist das hier normal, die Karte hier, oder was? So, hier unten haben wir soweit alles aufgedeckt. Ich würde sagen, Komoda. Wie wandert nochmal der Wind? Ah, okay. Wir wollen schneller reiten. Er will kämpfen. Oh Gott, wie wandert ihr Wesen? Dreieck, ne? Schilde. Schwertkämpfer. Okay, wie gesagt, ich probiere jetzt hier ein bisschen meine Sachen hier aus hier. Ich muss erstmal wieder rinkommen, aber das Gute ist, außer Elder Scrolls habe ich jetzt nichts mehr. Fertig. Habe ich hier eigentlich einen Lauschmodus? Ich frage für einen Freund. Erinnern, fokussiertes Hören. Wie kann ich denn hier nochmal aufstehen? Ach du Scheiße. So. Schleichen. Wie waren hier Schleichen? Warte mal. Hier, rechte Stick. Alles klar. Gut. Direkt hier vor Ort, wisst ihr, wieder so ein. Aber wir haben nur. Ich hab nur. Ich hab nur drauf. Alles klar. So. Galoppieren? Was war galoppieren? Entschuldigung, dass ich hier. Ah, alles klar. Brauchen wir noch Blumen? Ich sehe jetzt ja nicht mehr. War hier gerade ein Vogel? Ne, wir müssen. Gelbe Vögel, ne? Wandererpass. Ich würde sagen, wir gucken mal da hoch, wa? Ach, guck mal hier.
Aber wir haben doch jetzt hier so ein Enterhaken, oder? War das nicht so? Wurfwaffe? Ach so. Nee, R2, warte mal, was ist denn R2? Da. Alles klar. Weiße Farbe, Händler. Oh. Oh, ach du Scheiße. So, warte mal, L1 X-Dreieck. Alles klar. L1 X-Dreieck, L1 X. Mist. Das geschafft. L1. Mist. Mist. Ah, eben hätte man noch hoch gemisst. Nee, rund. X hat die gedrückt gehabt. Das war ja völlig falsch. Ja. Wie kann ich mich verbeugen? Wie war das? Verbeugen. Das muss ich jetzt noch schnell gucken. Verbeugen. Wartet hier zur Seite? Nee. Ah, okay. Meine Familie nutzt weiße Farbe schon seit Generationen. Ich dachte, alle Samurai wären tot. Begrüßt man so einen Gast? Verzeiht meine Manieren, mein Herr. Ich bin immer nur allein. Nur in Gesellschaft von Farben und Pinseln, Lacken und Stoff. Ich habe den perfekten Weißton, wie glitzernder, jungfräulicher Schnee im winterlichen Yogaku. Bringt mir die nötigen Zutaten. Dann statte ich euch in Weiß aus, wie der Tod persönlich. Weil ich mag mein Rot. Oh, wir haben noch zwei Rüstungen, die unentdeckt sind.
Komm ja nicht höher hier, stören meine klaren Absicht. Ich sagte, ich würde das Rote ja nicht, aber ich würde ja den Dings hier mir mal angucken, wie das vorher und nachher aussieht. Ihr habt meinen Dank. Guck mal, das habe ich jetzt. Habe ich nicht das reisende Outfit an? Frage? Ich frage für einen Freund. Nee, ich habe Tironenkleidung an. Nee, habe ich gar nicht. Was habe ich denn an? Hier, Tracht des Reisenden habe ich an. Ich finde die viel besser irgendwie. Ich freue mich schon auf die, dass man das per Knopfdruck ändern kann. Eine Ehre, euch in meinen erlesensten Stücken einzukleiden, mein Herr. Naja, aber... Meine Farben sind so weiß wie Neuschnee. Meine Familie nutzt weiße Farbe schon seit Generationen. Jo, hast du schon mal erwähnt? Nee, warte mal. Ich muss mal wieder mit der Karte recht zurechtkommen. Wir könnten auch jetzt erstmal hier so lang reiten. Gut, dann werden wir mal hier runter den Weg folgen. Hat er hier überall hingehangen hier? Die Bäume weiß gemalt hier oder was? Kann nicht. Ach, das sieht hier alles so beeindruckend aus. Was ist denn hier Feuer? Hört ihr das? Seid ihr so feige? Gott, der Busch. Das ist Samurai! Was dient, Samurai? Zynisch, Alter! Shit, Alter, wa? Okay. Ich sag mal, wie das ist. Ich hätte immer gerne noch einen Fokus. Brava, Nobu.
Ich weiß, dass die ihre freie Sicht haben wollen, damit man da irgendwie so das Spielerlebnis hat, aber ich brauche diesen Fokus. Was ist denn das hier? Bambusstand haben wir abgeschlossen. Hier. Aber ich habe mich gut geschlagen. Also ich muss sagen, ja. Ja. Ich bin zufrieden. Na, Dori. Muss ich erst die Stadt befreien? Komoda war immer so voller Leben. Kaum zu glauben, dass Juno und ich überlebt haben. Da ist noch ein Vogel. Aber ich will erst gucken. Wir hier alleine sind. Da hinten läuft doch einer. Wer ist er? Ist ein Händler, wa? Okay, wir sind jetzt hier. Wo ist denn der Vogel? Wo ist der Vogel? Da ist er. Nur das Piepmatz. Führe mich dahin, wo du mich hinführen willst. Eventuell eine neue Quest oder sowas. Oh, neuer Bambusstadt. Na toll. Ach du Scheiße. So. Okay, das ist okay. Okay. Jetzt ja, jetzt wird kriminell. So, dem. Nee, den. Ah, verdammt, ich hab da oben. Jetzt kommt der ganz durcheinander. Mann, ich drücke immer wieder das Dreieck da oben. Das Viereck. Ich habe schon wieder das Viereck gedrückt. Bleib doch mal mit dem scheiß Daumen da unten. Du brauchst das Viereck nicht mehr. Hey! Oh, ja. Muss man ja auch mal ehren, ne? So, habe ich hier eine Aufgabe? Sieht man hier Aufgaben? Ich habe das noch nie jemandem erzählt. Aber als Junge wäre ich fast gestorben. Wirklich? Was ist passiert? Ich spielte Samurai im Wald weit weg von zu Hause. Bevor ich es merkte, war es Nacht und ein Bär sah mich. Wie seid ihr entkommen? Ich war vor Angst wie erstarrt. Ich fiel zu Boden und rollte mich zusammen. Das hätte ich wohl auch getan. Was geschah dann? Ich hörte den Bären stöhnen und sah, wie mich ein junger Samurai verteidigte. Er tötete den Bären und trug mich nach Hause. Er war auch am Strand von Komoda. Ein guter Mann. Im nächsten Leben wird er dafür belohnt. Gefiel euch am besten? Es gibt drei, die ich nie vergesse. Legendäre Schwerttechniken, die nur die stärksten Krieger einsetzen können. Glaubt ihr, sie sind wahr? Natürlich. Das sind nicht nur Geschichten, sondern Legenden. Und jede einzelne ist in Tsushimas Geschichte verankert. Dann hoffen wir lieber, dass die Mongolen nie davon hören. Und der Samurai schon. Die reden von irgendwelchen Techniken? Sind sie plötzlich so ruhig? Warum sagt keiner mehr was?
Sind hier Aufgaben? Hier ist ein Punkt. Ach nee, wir haben ja hier einen Wegpunkt gesetzt, ne? Aber ist jetzt hier noch was? Das ist nie, ach so. Die Frage ist jetzt natürlich, sind hier Aufgaben irgendwie? Ich weiß es ja auch nicht. Konnte man Aufgaben schon irgendwie erkennen? Hier vibriert irgendwas. Okay, hier vibriert irgendwas ziemlich dolle. Ah, okay. Aufzeichnung. Aufzeichnung an meine Liebe. Ich bin so dankbar, dass du nicht da warst, als sie kamen. Zuerst waren es nur ein, zwei Schiffe in weiter Ferne. Wir dachten, sie seien Händler aus Goryeo. Dann sahen wir sie genauer, Piraten. Aber dann erschienen Tausende von ihnen und ankerten kurz vor der Küste. Wie leise Oni, die uns von den Wellen aus beobachteten. Noch nie habe ich eine Angst gespürt, die so stark ist, dass man sie schmecken kann. Ich hoffe, du bist in Sicherheit und dass ich dich eines Tages wieder im Arm halten kann. Oh. Hier müsste eine Aufgabe angezeigt werden, oder? Aber ich sehe hier rein gar nichts an der Aufgabe. Schade. Hier müsste doch aber eine Aufgabe sein. Guten Abend, mein Herr. Möge eure Klinge flink sein. Mein Herr, wir wissen, ihr beschützt uns. Das macht richtig Spaß, mich vor den Leuten hier zu verbeugen. Sie auch? Hey, Alte. Hast du keinen Respekt vor mir, oder? Aber in Japan, da respektieren sie ja die Alten. Ist hier aber keine Aufgabe. Verdammt, vielleicht muss ich hier später herkommen. Ort verfolgen. Normalerweise müsste man doch hier Aufgaben angezeigt kriegen, oder? Sind denn eigentlich alle... Also, gibt es doch Sachen, wo wir hier waren und das nicht abgeschlossen? Nee, guck mal, die sind überall abgeschlossen. Goldener Tempel. Was war denn hier abgeschlossen?
Ach so, das ist der Fuchsbau. Händler. Bogenmacherin. Haben alle was für mich. Rüstungsschmieden. Oder wo war der goldene Tempel? Hier drüben. Bogenmacher und Rüstung. Kein Geschenk verfügbar. Gut, wir müssen sowieso hier lang. Mein Herr, guten Abend. Wir werden uns jetzt mal hier nach und nach in die Richtung begeben. Da oben war ja dann auch noch die Aufgabe mit, wie hieß sie nochmal? Masako, genau, Meisterin Masako. Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Und dann werden wir uns hier in der nächsten Folge wiedersehen. Hoffentlich. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.